So, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Woche. Es ist wieder soweit. Die Wochenaufgabe beginnt. Als allererstes möchte ich mich wieder bei euch für die rege Teilnahme bedanken. Ich habe jetzt diese Woche mal versucht, das in mehreren Hundegruppen zu posten, was ja einigermaßen gut angekommen ist. Dabei ist mir aufgefallen, dass es in ein paar Gruppen völlig missverstanden worden ist, weil ich habe das halt jetzt dieses Mal nicht wieder so erklärt wie die letzten Male. Mache ich jetzt mal ganz kurz, und zwar das Projekt, was wir jetzt hier machen, jeden Sonntag eine Wochenaufgabe, ist aus dem Spaß entstanden. Wir machen jede Woche eine klitzekleine Aufgabe, und jeder, der Lust hat, ist herzlich dazu eingeladen, diese Aufgabe per Video nachzumachen und dann unter meinem Post hochzuladen. Wir machen das jetzt in drei Gruppen, da macht es Spaß. Die Leute posten die Videos, wir tauschen uns ein bisschen aus. Vielleicht habt ihr in eurer Gruppe auch Lust mitzumachen, ich würde mich sehr darüber freuen. Okay. So, ich habe letzte Woche angekündigt, wir machen zwei verschiedene Wochenaufgaben. Und zwar einmal wieder etwas ganz Leichtes oder in Anführungsstrichen Leichtes. Das kann ja durchaus für den einen oder anderen doch schwer sein, weil er das halt mit seinem Hund nicht so geübt hat. Und die andere Sache, Peuchel, kein Gras fressen. Du musst ein bisschen aufpassen, der frisst zu viel Gras und dann kotzt das mir auf den einzigen Teppich in der Wohnung. Aber na gut. Also, wir machen eine leichte Aufgabe oder eine relativ leichte Aufgabe, was wahrscheinlich sehr viele können. Und ab heute fangen wir an, dann auch eine etwas schwere Sache zu machen. Für alle Neuen, die noch nie in einem Video hochgeladen haben, es ist hier überhaupt nicht entscheidend, dass ihr euch persönlich in dem Video zeigt. Ihr könnt genauso gut die Handykamera so vor euch hinhalten, das Ganze filmen, wie ihr das mit dem Hund macht. Und dann ist gut. Ich zeige mich halt, damit ihr ein Gesicht zu dem ganzen Projekt habt. Heute mit Sonnenbrille, weil ich habe extrem geschwollene Augen. Total rote Augen, ich will keine Angst machen. So, okay. So, die heutige leichte Wochenaufgabe ist, das ist eine Sache, die haben wir noch nie gemacht, obwohl es ganz einfach ist und wahrscheinlich die meisten können. Wir lassen uns einfach Pfötchen geben von dem Hund, und zwar in zwei verschiedenen Variationen. Also sprich einmal hier Pfötchen. Jawohl, danke schön. Gibt die andere Pfote? Ja, super. So, und weil das nicht alles sein soll für die leichte Aufgabe ist, wir lassen uns die Pfote geben und dann streicheln wir seine Hand, seine Pfote. Streicheln seine Pfote. Mag Neiner zum Beispiel gar nicht, aber er hält jetzt still. Super. Die andere. Seht ihr, er zieht weg, aber lasst ruhig mal zu. Probiert es mit eurem. Hunde mögen das in der Regel nicht so. Manche Hunde vertrauen da ein wenig mehr, manche ein bisschen weniger. Testet es ruhig einfach mal ein bisschen. So ist das Bein. Warum kann man das üben? Weil ich möchte ja die Pfoten auch so untersuchen können, ohne dass das ein Problem ist. Das kann ich zum Beispiel sehr, sehr gut, die Pfoten untersuchen. Gib mir mal die andere Pfote. Dankeschön. Dann kann ich da so reinschauen und er hält ja eher still. Aber das Streicheln mag er nicht so. Deswegen übe ich das, oder habe ich das halt meine Zeit lang übergeübt. Sehr gut. Jetzt gebe ich ihm ein Leckerchen, ne, weil wir haben ja ein Deal. Er macht mit mir Wochenaufgaben und ich gebe ihm dafür Leckerchen. Sehr gut. Okay, das war's. Wochenaufgabe 1. Super easy. Lasst euch die Pfote geben, einmal die linke, einmal die rechte, wenn ihr gut drauf seid. Ich habe das jetzt zum Beispiel mit Pauchen noch nie so richtig geübt mit Gipfötchen. Gib mir die linke Pfote, gib mir die rechte Pfote, kann man mit dem Hund durchaus trainieren. Also der kann sich dann schon merken, welche Pfote man haben will. Habe ich jetzt selber nicht gemacht, aber vielleicht sind ja ein paar dabei, die es drauf haben. Und streichelt dann über die Pfote. Streichelt über die Pfote, macht die Pfote auf, schaut, untersucht sie ein bisschen. Mal gucken, ob ihr euch insoweit vertraut, dass ihr da also einfach in die Pfoten reinlangen könnt. Ich muss zum Beispiel bei meinen jetzt unbedingt, das muss ich heute noch machen, das schiebe ich schon zu lange vor mir her, weil ich eigentlich keinen Bock drauf habe, seine Krallen zu schneiden. Ist gar kein Problem, seine Krallen zu schneiden, aber ach, keine Ahnung, mich nervt es einfach. Deswegen mache ich es immer total ungern. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Zweite Wochenaufgabe. Zweite Wochenaufgabe ist dieses Mal ein bisschen schwerer. Ich habe es euch das letzte Mal angekündigt. Und zwar, ich habe es mit meinem Hund. So, ich habe es mit meinem Hund heute überhaupt noch nicht gemacht, der ist schon total geil drauf. Ich werde jetzt meinen Hund losschicken
Und wenn er im vollen Run ist, frei ich, dass er stehen bleiben soll. Sitzplatz, irgendwas. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, ob es klappt, ja? Wochenaufgabe 2. Bist du soweit? Sitz! War jetzt ein bisschen blöd von mir. Wir machen es nochmal. Komm her. Bitte. Weil ich den Ball zu blöd geschmissen habe. Ich wollte, dass er mehr im Lauf ist. So, Achtung. Und holt. Sitz! Ja, das ist ein Labrador, ich kann froh sein, dass er das macht. Sehr gut, Puls! So, und jetzt probieren wir es beim Zurückkommen auch nochmal. Dass er beim Zurückkommen bremst. Ja, wo kommt er her? Ach, jetzt muss er pinseln. Ich hätte vielleicht doch ein paar Mal noch mit ihm schmeißen sollen, dass er ein bisschen im Lauf ist. Aber jetzt probieren wir es. Paarchen! Bleib! Ja, super machst du dich. Ja, komm jetzt in hier. Sehr gut. Komm her. Wir probieren es nochmal. Also der Schwierigkeitsgrad ist jetzt, dass der Hund im vollen Run Sitz machen soll. Wir probieren es einfach nochmal. Puls. Stopp. Sitz. Hallo, Sitz! Aha! Aha, sehr gut. Und hol's. Ja, nicht so zufriedenstellend, ihr seht es, ne? Also ich muss auch in vielen Sachen üben. Ich mache es vor allem authentisch, weil ich habe es jetzt nicht geübt mit ihm. Wenn ich das jetzt 2, 3, 4, 5 Mal mache, dann wird es wahrscheinlich klappen. Aber ihr sollt auch sehen, dass nichts perfekt ist auf dieser Welt. Ne? Jetzt gucken wir nochmal, das wird bestimmt besser. Halt! Sehr gut. Und hol's. Na, wird schon besser, ne? Also, den Hund stoppen. Wer jetzt hat Ipo hat oder so, ne, der wird damit überhaupt kein Problem haben. Der wird den Hund so militärisch zum Stehen bekommen. Habe ich mit meinem Hund nie gemacht. Für mich ist nur wichtig, dass ich sage, stopp, bleib. So ist gut, fein. Warum? Macht auch Sinn. Ich möchte gerne, dass wenn jetzt hier den Weg Radfahrer kreuzen und der Hund rennt hier gerade auf mich zu, dann will ich, dass der stehen bleibt. Ich will nicht, dass der, weil der Paarchen ist so einer, der würde hier über die Straße rennen, die den Radfahrer mitnehmen. Den juckt das gar nicht. Deswegen ist es wichtig. Ja, super, bringt's hier. Fein hast du das gemacht. Sehr gut. Okay, das war's schon. Bitte schön. Leichte Aufgabe. Und hol's. Leichte Aufgabe, den Hund Sitz machen lassen. Sich die Pfoten geben lassen und über die Pfoten drüber streichen. Zweiter Schwierigkeitsgrad, Hund losschicken und anhalten lassen. Entweder macht ihr das mit einem Sitzbefehl, also wenn ich das jetzt mit Sitz- oder Platzbefehl machen würde, dann würde es wahrscheinlich leichter klappen. Aber er ist halt ein Labrador, ne? Der braucht immer ein wenig länger, wenn er was tut. Aber er tut es, dafür tut er es halt. Ne? Oder ihr habt einen Haltbefehl. Also mir gefällt dieses Halt. Das werde ich trainieren. Vielleicht zeige ich das in den nächsten Wochen dann nochmal in einem Video. Das werde ich trainieren. Halt ist eigentlich cooler Befehl. Den habe ich so nie mit ihm geübt. Ich habe halt dann immer Sitz gesagt oder sowas. Ne? Aber das kann man ja dann machen. So, vielen Dank. So, jetzt kriegst du noch ein Leckerchen. Komm her. Leckerchen. Sehr gut. Nächste Woche. Ich hoffe, dass ich es nächste Woche schon schaffe. Ich habe ja durch mein Männergrippenvideo hat eine Mädel in einer Gruppe einen Song für mich gemacht. Lebt denn der alte Holzphönig noch? Weil ich ja so krank bin. Und hat das wirklich komplett gedichtet und die ganze Familie hat da mitgemacht. Warum hat sie das gemacht? Weil ich nämlich so doof war und habe mit ihr gewettet, dass es sich nicht traut, ein Video hochzuladen. Sie hat das Video hochgeladen. Ihr könnt es auch auf Paarchen und Friends sehen. Da habe ich es dann für euch auch nochmal hochgeladen. Das Problem dabei ist, dass der Deal war, dass wenn sie das macht, dann mache ich eine Wochenaufgabe mit Helium. Freut euch, wird lustig. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Die Wochenaufgabe ist KW 38. Und wir sehen uns am Sonntag um 12 Uhr. Gehabt euch wohl.